Hey, ich bin grundsätzlich zufrieden, weil wir ja immer, was immer schön ist, die Firma und unsere Kompetenz und Tätigkeiten können präsentieren können. Und ich glaube, durch das, dass ich ganz am Schluss von der Präsentation bin, von der technischen, habe ich glaube, die Kurve noch kratzen können, dass die Aufmerksamkeitsspanne noch so hoch war, dass wir uns in einem guten Bild darstellen können. Hast du alles verstanden, was heute Nachmittag gesagt worden ist? Kein Plan. Nein, selbstverständlich kann ich, sage ich mal, die Oberfläche kann ich kratzen, weil ich ja die Anwendung von Ignition kenne. Sie sind natürlich eine Ebene noch höher und weiter und breiter mit all diesen Fachausdrücken, angefangen von MQTT, IoT etc. Das sind ja die Sachen, die unsere Systemtechniker müssen begreifen. Aber grundsätzlich ich auf meiner Ebene, wo ich bin, einfach mal als Voraussetzung erachten, dass das Tool stark ist und das ist es. Aber unsere Systemtechniker selber ihre Anwendung müssen begreifen, dass sie die Architektur aufsetzen und vor allem um Kundenbedürfnis richtig kanalisieren können, um das richtige anzubieten. Es ist so mächtig, das Ganze, und so ausbaubar und so flexibel, dass man irgendwann mal den Punkt machen muss. Weil der Punkt machen, dass es am Schluss läuft. Und bei uns muss es halt in der physikalischen Welt laufen, auf Basis, die im Hintergrund virtuell ist. Oder? Aber die Physik zählt, die Realität zählt. Am Schluss muss eine Anlage produzieren, eine Testmaschine testen, ein Messresultat rausgeben. Und das natürlich mit Ignition auch noch super dargestellt, ist umso weh und Zahn auf dem Häufchen. Was nimmst du jetzt mit, abgesehen von den Badnerleckchen, die du am Schluss noch hast geschenkt bekommen, von diesem Nachmittag? Viel Henniewasser.